Und so fing dann so langsam das Leben da an. Die haben auch gar kein bares Geld. Die haben zum Beispiel in dieser Fußgängerzone, wo ich war, gibt es einen Bäcker. Der ist so ein ganz pfiffiger auch. Der hat so, naja, der hat immer so eine Kappe auf. Da hat er den Schirm nach hinten gedreht. Ganz lustig auch. Haben ja auch schon einige schon oft gesehen hier auch. Das sieht alles sehr, also habe ich gleich gedacht, der originell so. Nee, weil eigentlich als Schirm vorne, denkst du, weil auch Sonne manchmal kommt, aber der so zurück. War ihm egal wohl, ne? Ich da mit meinem Ding an, dachte ich so, kannte ich die ganze Struktur dann noch nicht, dann bin ich da reingegangen. Ja, Mensch, ich hätte gerne drei normale Brötchen und vier verrückte, habe ich gesagt. So. Also, ja, mache ich immer einen Witz so am Rande, nicht so. Ganz was, einen originellen Einfall hatte ich da gleich. Und aber dann meinte er gleich irgendwie, wären ja sieben Brötchen, ich könnte ja auch neun nehmen, hätte ich zwei mehr. Oh. Gleich so zurückgeschossen da, auch so ganz spritzig und spontan, dieser Mensch. Na, und dann dachte ich, jetzt sagt er irgendwie, weiß ich nicht, 5,30 Mark oder sowas. Sagt dann, guck, dann will ich ein Geld hinlegen. Sagt, was willst du denn? Du bist noch nicht so lange hier. Sagt, nee, tut mir auch leid, aber was ist denn, ist das Geld nicht, ist da was falsch dran oder so? Und dann meinte er halt, sie würden nur tauschen. Naja, habe ich mal ein Radio hingegeben. Hat er gesagt, kann ich morgen nochmal wiederkommen, dann sind wir quitt. Ich fand das auch, war auch, naja, vielleicht, man muss nicht so materiell denken. Das Schlimme war, ich bin dann zum Schlachter gegangen, da habe ich meine Schuhe abgegeben. So. Ich kam hier mit meinem letzten Hemd wieder nach Berlin, aber also wenn ihr da hingeht, müsst ihr klar haben, also ein paar Sachen mitbringen. Radio ist immer gut. Für Radio ist es Brötchen und beim Schlachter gibt es Schuhe und so. Dann haben die da noch die Leute sind ja auch ganz pfiffig, die in die Läden reingehen. Haben sie da so einen Tabakladen gehabt? Ist auch einer reingegangen. War ich auch in dem Tabakladen, weil ich Streichhölzer brauchte. Ne? Ja, und dann kam da plötzlich, war schon fertig, war schon bedient worden, hatte Streichhölzer gekriegt, habe ich meine Handschuhe gegeben, so. Und dann, naja, weißt du, dann kommt da einer rein und sagt, ich hätte gerne ein paar Socken. Habe ich gedacht, vielleicht gibt es hier so einen Tabaksocken oder so. Aber dann sagt der Verkäufer, sagt dann, aber dieses Geschäft ist nur für Raucher. Und dann hat er gesagt, dass er Raucher ist. Und dann ging er hinten ins Lager, der hat da so ein paar Socken geholt. Ganz, ganz schöne Socken auch, so selbst gehäkelt. Ganz große Maschen, habe ich auch noch nicht gesehen. So ganz, bis über die Knie, aber solche Maschen auch. Nicht besonders warm, aber originell auch. Ganz in Orange, habe ich auch viele mit gesehen, die laufen alle mit den Dingern rum. Kannst du dir hier so zusammenbinden und dann, naja, ist auch gut. Ja, ich überlege auch, ob ich da vielleicht mal hinziehe. Dann habe ich einen Abend Musik gemacht. Habe ich gedacht, kann ich vielleicht meine Rückfahrkarte von bezahlen? Da hatte ich nachher irgendwie so einen Berg Halbschuhe. Aber ich probiere dem Schaffner zu geben, so. Ach ja. Naja. So. Lange Rede, kurzer Unsinn. Dass das Schlusslied ist, das hört man nachher auch ganz gut raus. Am Text nämlich am liebsten.